Du bist ein Tesla-Fanboy? Bro, erstens, ich bin von nichts ein Fanboy und mittlerweile hatte ich wirklich ein Tesla-Horror-Erlebnis. Ich habe mir einen Servicetermin gebucht, Geräusche von der Vorderachse. Bei dem Model 3, das ich habe, sind die Querlenker vorne anfällig. Deswegen wurde mir gesagt, es wird eine neue Revision eingebaut, also verbesserte Querlenker, man kennt ja die Thematik. Keinen Leihwagen bekommen, bin auf meine eigenen Kosten gefahren, habe das Auto abgeholt, war komplett zugeparkt. Überall Auslieferungen, überall blinkt irgendwas. Naja, egal, dachte mir, Problem behoben, ich schau halt drunter, es wurden die alten Querlenker-Revisionen eingebaut. Erkennt man an der Teilenummer und dass die schwarz sind und auf der anderen Seite komplett heftig. Die Traggelenkschraube, die das hier pressen sollte, ist komplett lose. Das ist ein Fahrwerkteil, wirklich sicherheitsrelevantes Teil und das ist nicht angezogen. Wie kann sowas denn sein? Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock auf der Autobahn zu fahren und dann rollt auf einmal das Vorderrad vorbei. Also das war ein erschreckender Moment. Autos sind ja gut, aber der Service ist unter aller Sau. Und in dem Auto fahre ich mit meiner Familie. Ich überlege mir das jetzt wirklich ganz genau.